Anfang Mai haben wir euch Stefan Fischer mit seinem top restaurierten Deutz 130-06 Spezial vorgestellt. Das Video hat hohe Wogen geschlagen. Herzlichen Dank für die zahlreichen Aufrufe, Likes und Kommentare. Einige Wochen später waren wir erneut zu Besuch, um diesen kultigen Schlepper im Einsatz zu sehen. Doch Stefan hatte noch mehr interessante Technik für uns am Start. Ja, servus, grüß Gott beieinander. Ich bin der Fischer Stefan. Ihr kennt mich von dem letzten Video vom Leitner Christian, wo er meinen 130-06 so schön zur Darstellung gebracht hat. Ja, wir haben jetzt heute Samstag, am Donnerstag haben wir gemäht. Und jetzt habe ich mein Spätzle, nenne ich als Zeitmaschinen-UFO, mein Fahrhäcksler SFH4010 ausbeigelt. Und da häckseln wir daheim für unsere Landwirtschaft, für unseren ersten Schnitt. Der Betrieb liegt am Ortsrand in der Gemeinde Edling, in der Nähe von Wasserburg am Inn. Kurz nach 8 Uhr startet die Erntekolonne. Stefan lenkt den Fahrhäcksler. Seine beiden Brüder fahren die Kippergespanne. Markus mit dem 130-06 Spezial, den er schon aus dem ersten Video kennt. Josef sitzt auf seinem eigenen 100-06 Spezial. Im Konvoi fahren die Fischerbrüder zum Feld. Wenn man den Fahr SFH 4010 bei der Arbeit beobachtet, würde man nicht glauben, dass er schon 40 Jahre auf dem Buckel hat. Stefan hat die Maschine gebraucht gekauft. Über die Technik weiß der gelernte Landmaschinenmechanikermeister genau Bescheid. Also das ist ein Fahrhäcksler. Das Fahrgestell ist 1:1 baugleich mit einem Mengele-Häcksler, die blauen, wie man so schön kennt. Das ist ein 79er Baujahr. Es gibt, was ich weiß, drei Generationen oder drei Typen. Das ist die zweite. Es gibt einen älteren und einen neuen. Der hat einen Deutz V10 drauf, 413er. Ich glaube 14,1 Liter Hubraum. Ungefähr 265 PS, was der angegeben ist, je nachdem, wie er halt eingebaut ist und wie er eingestellt. Das ist jetzt leider ein Saugmotor, also der hat noch keinen Föhn drauf. So wie der Häcksler, ich habe da ein bisschen nachrecherchiert. Der ist gebaut in Gottmerding am Bodensee unten, hat aber Lauinger Typenschüttel. Der ist ein Versuch in Lauingen gelaufen. Der hat eine Hubhöhenanzeige vom Fahrmetrischer drin und eine Zeituhr haben sie eingebaut. Das ist auch nicht serienmäßig. Hat ungefähr 2080 Betriebsstunden drauf, habe den gekauft im August 2013, weil damals von mir zwei Späßeln einen SF8 gekauft haben und dann habe ich den durch Zufall gefunden. Ich denke, war geil, da packst du jetzt an, dann kann man miteinander Oldtimer häckseln, aber die anderen haben ihn nachhergegeben und ja, ich habe ihn halt übernommen. Um die 300 Exemplare wurden von diesem Häcksler ausgeliefert. Vom baugleichen Mengele waren es deutlich mehr, allerdings in blauer Farbe. Bis auf wenige Änderungen ist die Maschine noch im Originalzustand. Es ist auch so bei dem Häcksler, es ist, wie sagt man da so schön, Originalpatina. Also ich habe mir die Felgen neu lackiert und das Führerhaus, weil es so gammelig war. Und innen drin das Wurfgebläse habe ich hergerichtet und der Kamin ist verlängert und angepasst worden auf die heutigen Kipperverhältnisse. Das ist halt neu lackiert, sonst ist halt wirklich neues Originallack. Der ohrenbetäubende 10-Zylinder-Sound bringt sogar die Mikrofone unserer Kameras ins Schwitzen. Früher zählte dieser Häcksler zu den stärksten Landmaschinen am Markt. Heute ist er ein seltenes Liebhaberfahrzeug, das eigentlich nur noch am eigenen Betrieb zum Einsatz kommt. Trotzdem, die Leistung kann sich immer noch sehen lassen. Zwischen 6 und 9 Stundenkilometer fährt Stefan bei diesem Einsatz. Am Limit ist der Motor damit noch nicht. Mehr will er seinem Oldtimer aber nicht mehr zumuten. Ja, ich denke, dass die Leistung damals für das Baujahr nicht schlecht war. Problem war das, dass viele Landwirte, was in 1970, das ist ja über 40 Jahre her, die Möglichkeit gar nicht gehabt haben, dass sie die Leistung wahrscheinlich ausnutzen haben können. Ich war mit den heutigen Häcksler, ich war bei meinem Nachbarn, beim Borti, so ein 870er mit dem V8-Motor, mit dem Plastikdeckel hinten. Das ist echt eine tolle Maschine und das ist heute eigentlich zeitgemäß oder standardgemäß vom Durchsatz her alles. Und die Glas, die sind echt schön vorne. Also da machen wir schon einmal um, die bauen schon auch tolle Maschinen. Und das ist halt, ich sage jetzt mal, oldschool. Das musst du einmal gefahren haben und erlebt haben. Viele andere schmeißen halt die Sache weg oder vor 20 Jahren das weggeschmissen, weil es keinem interessiert hat. Und auf der anderen Seite, das ist ja doch immer wieder schön, wenn sowas Historisches aufgehalten wird. Und ich will sagen zwar beim Vogel, was mache ich mit dem alten Klump, aber man muss auch das Historische sehen, weil ich meine, mit einer neuen Sache ist es zwar toll zum Fahren, aber es ist keine
können viel machen und viel werken. Und das alte, der Halten ist halt die andere Sache wieder. Die Fischerbrüder sind perfekt eingespielt. Jeder Handgriff sitzt. Stefan steuert seinen Häcksler mit viel Gefühl. Kein Wunder, schon als 16-Jähriger war er mit dem Gigant 400 des Nachbarn unterwegs. Dort hat er viel gelernt, was die richtige Einstellung und Wartung der Maschine betrifft. Mit dieser Erfahrung hat er dann letztendlich auch den Kauf seines UFOs gewagt. Und dank dieser Erfahrung liefert der Häcksler saubere Arbeit ab. Denn eines ist klar, jede Maschine ist nur so gut wie der Fahrer, der sie bedient. Das gilt natürlich auch für die beiden Abfuhrgespanne, die von Stefans Brüdern gelenkt werden. Beides Vollblut-Landtechnik-Fanaten. Alle zusammen gehören zu den Keumbrädern, was auf Hochdeutsch so viel heißt wie Motorkolbenbrüder. Eine Gruppierung landmaschinenbegeisterter junger Leute, die alte Traktoren instand setzen, damit arbeiten, Oldtimer treffen und Trecker-Tracks besuchen. Infos zu den Maschinen und aktuellen Projekten findet ihr auf der zugehörigen Facebook-Seite. Wir fahren eine Runde bei Josef auf seinem Deutz 100.06 Spezial mit, der noch weitgehend im Originalzustand ist. 100 PS leistet der Sechszylindermotor, der mit seinem kraftvollen Sound überzeugt. Mit vollem Kipper machen wir uns auf den Weg zum Betrieb. Der Fahrtwind und der Geruch von verbranntem Diesel wehen uns um die Ohren. Viele bewegte Teile und die Straße zum Greifen nah. Das ist noch Schlepperfahren wie früher. Bei der Ernte hilft die ganze Familie zusammen. Nach Möglichkeit wird immer am Wochenende siliert. Dann haben alle am besten Zeit. Josef kippt die Ladung vor dem Silo ab. Das Verteilen und Walzen übernimmt Vater Georg mit dem betriebseigenen Agrotron 105. Die Flächen, insgesamt 20 Hektar, wurden schon 2 Tage früher gemäht. Das 5,20 Meter breite Trommelmähwerk ist eine Entwicklung von Stefans Onkel Hubert Fischer, der hier auch am Steuer sitzt. Die Idee dazu hatte er schon vor mehr als 30 Jahren. Damals wollte er mehr Schlagkraft und eine bessere Übersicht. Das Ergebnis war ein breites Mähwerk, das komplett im Frontanbau gefahren wird. Das vereinfacht das Ausmähen auf kleinen Flächen. Im Heck arbeitet ein gleich breiter Kreisel-Z-Wender, der das Gras im selben Arbeitsgang aufbereitet und verteilt. Für größere Traktoren bietet Hubert Fischer auch eine 7 Meter breite Ausführung an. Hier im Einsatz an seinem Intrac 660. Mit 150 PS das Topmodell der zweiten Intrac-Generation, die auf der DX-Baureihe basierte. Bei diesem Systemschlepper ist die Übersicht nochmal deutlich besser, weil man direkt über der Vorderachse sitzt. Der Tüftler hat sich bewusst für Trommelmähwerke entschieden. Diese robuste Technik liefert auch unter schwierigen Verhältnissen saubere Ergebnisse. Überrascht waren wir vom geringen Leistungsbedarf, denn eigentlich sagt man Trommelmähern nach, dass sie schwergängig sind. Für das 5,20 Meter breite Gerät reicht ein Traktor mit 90 PS. Für die große Ausführung empfiehlt Fischer mindestens 120 PS. Mit Kreiselheuer schafft man bis zu 15 Stundenkilometer. Solo geht's auch schneller. Das ermöglicht Flächenleistungen zwischen 5 und 10 Hektar pro Stunde. Seit 20 Jahren baut Hubert Fischer diese Mähwerke nun in Serie. Werbung macht er dafür nicht. Die Geräte verkaufen sich durch Mundpropaganda wie von selbst. Auch eine 3,80 Meter breite Ausführung mit Schwartzusammenführung ist am Betrieb zur Erprobung im Einsatz. Ein ideales Mähwerk für mehr Schlagkraft beim täglichen Grünfutterholen. Am Freitagnachmittag hat Stefan die Flächen geschwadet. Natürlich, wie sollte es auch anders sein, mit bewährter Deutz-Technik. Zusammengerechnet haben wir gestern mit einem Doppelseitenschwader, 7,5 Meter, was der hat. Und der 78, also im C-Allrad, wo vorne drin hängt, das ist eigentlich der von meinem Cousin. Genau, mit dem habe ich zusammengerechnet, weil das ein kompakter Bullock ist für die Arbeit. So ein 75er, das klang leicht. Das ist ein schönes Gespann, auch von den Gangabstufungen her, da kannst du schon werken. Zurück zur Häckselkolonne. Hier bringt Stefans Onkel gerade ein weiteres Gespann zum Einsatz. Einen alten Fahrtrommel-Häcksler, gezogen von einem DX 145. Extra für unsere Kameras fahren alle Maschinen zusammen eine Bahn quer übers Feld. Quasi Oldtimer-Synchronhäckseln. Was für ein Anblick! Im Handumdrehen sind beide Kipper gefüllt. Jetzt heißt es erstmal warten. Wir nutzen die Pause zum Messerschleifen und für einen Blick unter die Haube. So, jetzt machen wir mal eine Wartungsklappe auf. Also da sieht man jetzt den
F10L 413, V10 luftgekühlt, 14,1 Liter Hubraum. Wow, also das ist schon ein geiler Scheiß, sag ich jetzt einmal. Wenn wir noch so weitergehen, da ist jetzt der Hydrauliktank für Hydrostatöl und Arbeitshydraulik. Da hinten sitzt jetzt auf dem Motor die Kupplung drauf, der Motor ist links eingebaut. Dann sieht man jetzt da das Wurfgebläse, das Häckselaggregat. Der hat jetzt ein 10 Meter Schrägmesser drum hier drin. Haben aber gerade 5 bestückt für Großhäckseln. Beim Mais müssen sie halt nachher auf 10 Stück gehen und dann haben die noch ein Vielmesser drum verbaut, aber die ist relativ selten. Der hat jetzt ein 2,10 Meter Pickup, die ist eigentlich sehr selten. Meistens sind die mit 1,60 Meter ausgeliefert worden. Da sieht man jetzt zum Beispiel meine Schnittlegenfahrwahl. Ich habe da 3 Geschwindigkeiten und auch meine Reversiergetriebe. Turmdrehung ist da jetzt noch ganz altmodisch, einfach mit einer Umlenkung und Hydraulikzylinder. Und nicht so, wie es heute typisch ist mit einem Zahnkranz. Genau, und da hier hinten, da sitzt die Hydrostatpumpen. Ich habe quasi einen hydrostatischen Fahrantrieb, der hat 3 Gänge. Er geht maximal 28 km/h und in meinem Arbeitsgang maximal 11. So, jetzt machen wir den Deckel zu. Dann würde ich sagen, dann starten wir mal und fangen wir an. So, also mal hier hinten vom Führerstand einmal ein paar Sachen erklärt. Da oben habe ich mein Lüftergebläse. Ich meine, das glaubt mir jetzt keiner, aber ich kann es zumachen, das schalte ich ein. Das ist echt angenehm. Das glaubt zwar viel nicht, weil manche sind der Meinung, ein Fahrzeug ohne Klimaanlage kann man heute nicht mehr fahren. Da links vorne habe ich die Hubhöhenanzeige. Das ist eben das von dem Versuchshäcksler. Da kann ich meinen Vorsatz reversieren. Das ist Kaminschwinger, das ist Lenkradverstellen, das ist Pickup auf und nieder, Fußbremse. Mein hydraulischer Fahrantrieb, Klappen. Und das ist mein Vollgashebel. Und da hast du ein paar Schalter, wie starten, das Licht und so Sachen halt. Und das ist die Zeituhr. Das ist auch nicht serienmäßig, das ist auch von dem Versuch aus. Da hinten habe ich jetzt meine 3-Gang-Schaltgetriebe. Also, erster Gang ist zum Arbeitsgerät anhängen, zweiter Gang ist Arbeitsgang und dritter Gang ist für die Straße zum Arbeiten. Also, da links vom Fahrzeugführersitz, da aktivieren wir jetzt das Häckselaggregat. Also, das ist jetzt also ein typischer Hydrostathebel, was jeder Häcksler oder naja, metrisch auch hat. Das ist einfach vorwärts, Neutralstellung und rückwärts. Das quietscht ganz schön, gell? Also, das ist quasi voller Körpereinsatz. Linke Hand als Lenkradl, linker Fuß an die Kamin schwenken, rechter Fuß an Pickup auf und nieder und rechte Hand am Fahrhebel und Klappensteuerung. Man hat quasi keine Zeit mehr zum Bier trinken oder sowas. Oder ja, man hängt voll drin. So, jetzt sind wir mit der Theorie soweit durch. Jetzt schmeißen wir das Ufer mal an und dann starten wir los. Und weiter geht's. Wir bleiben noch eine Weile vor Ort und machen weitere Aufnahmen. Solche Maschinen bekommt man schließlich nicht alle Tage vor die Linse. Bei Stefan und seinen Kolmbrädern waren wir sicher nicht zum letzten Mal. Alte, bewährte oder neue, moderne Technik. Beides bietet Vor- und Nachteile. Letztendlich bleibt es eine Frage der persönlichen Einstellung, wofür man sich entscheidet. Was bevorzugt ihr und warum? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn euch diese Reportage gefallen hat. Wir versorgen euch natürlich weiterhin mit neuen Videos über Land- und Forstmaschinen, spannenden Berichten aus der Praxis und aktuellen Neuvorstellungen. Abonniert unseren YouTube-Kanal, wenn ihr keinen Beitrag mehr verpassen wollt.